Ja, willkommen zum nächsten Ligaspiel in der dritten Liga zwischen 1. FC Kaiserslautern und Eintracht Braunschweig. Ja, die Braunschweiger, die haben ja im letzten Spiel gegen Duisburg souverän mit 6 zu 3 gewonnen. Aber Markus Meier muss heute oder beziehungsweise auf längere Sicht auf zwei Spieler verzichten, nämlich Robin Becker, der hat sich im letzten Spiel eine Ellbogenfraktur zugezogen. Er wird für 2 Monate ausfallen und Marc Pfitzner, der hat sich eine ausgekugelte Schulter hinzugezogen. Er wird für 8 Wochen ausfallen und da muss Markus Meier dementsprechend die Position sehr gut ersetzen. Ja, schauen wir mal uns die Aufstellung an von Kaiserslautern und die spielen mit einem 4-5-1-System, also sehr, sehr defensiv und Hämlein darf nicht unterschätzt werden, der ist sehr, sehr schnell. Bergmann darf auch auf jeden Fall auch nicht unterschätzt werden und Starke sowieso nicht. Und Starke ist ja vorne im Sturm sehr, sehr stark. Sagt ja auch der Name schon so. Und ja, da muss die Braunschweiger Abwehr natürlich sehr, sehr gut aufpassen. Ja, sehen wir uns mal die Aufstellung der Braunschweiger an. Der Markus Meier hat sich für eine relativ defensive Variante entschieden. Ziegler soll den verletzten Becker ersetzen. Fürstner soll den verletzten Pfitzner ersetzen. Und ja, die Aufstellung ist wie gehabt, aber nur mit dem Unterschied, dass Nerich und Fürstner im def sehr, sehr defensiven Mittelfeld spielen und Kobylanski spielt heute mal im zentralen Mittelfeld. Ja, die Braunschweiger wie immer in blau-gelb und das Ganze geht von rechts nach links. Der erste Angriff der Braunschweiger mit Kessel. Kessel auf Fürstner. Fürstner. Fürstner auf Nerich. Nerich. Oh, Nerich kann sich durchsetzen. Sehr stark. Nerich. Nerich. Aber Grill ohne Probleme. Die erste Ecke der Braunschweiger. Kobylanski bringt die Ecke rein. Und da ist Bär Ziegele. Aber da kommt auch der Pfiff und der Schiedsrichter entscheidet auf Elfmeter. Ja, was war denn eigentlich passiert? Ja, hier sehen wir nochmal die Wiederholung. Also ich konnte da überhaupt nichts erkennen, was der Schiedsrichter da gesehen haben soll. Und das war für mich eine absolute Fehlentscheidung. Proschwitz gegen Grill. Proschwitz verschießt den Elfmeter. Und ja, der war auch nicht so richtig platziert geschossen. Sehr, sehr schwach von Proschwitz. Ja, hier nochmal die Wiederholung. Proschwitz, sehr, sehr schlecht platzierter Elfmeter. Und ja, Grill war auf jeden Fall da noch dran und lenkte den Ball an die Latte. Braunschweig in den ersten 12 Minuten sehr spielbestimmend, haben auch sehr viel Ballbesitz gehabt am Anfang. Und der nächste Angriff mit den Braunschweiger, mit Nerich. Nerich sieht Kobylanski. Proschwitz, oh, Proschwitz, sehr schöner Doppelpass mit Kobylanski. 1 zu 0 für Eintracht Braunschweig. Ja, das war ein sehr, sehr schöner Spielzug zwischen den beiden. Aber Nerich natürlich auch mit beteiligt. Aber sehr schöner Doppelpass zwischen Kobylanski und Proschwitz und auch sehr schöner Abschluss. Ja, schauen wir mal in die Wiederholung rein. Sehr, sehr schön gesehen von Proschwitz und Kobylanski. Sehr, sehr platzierter Schuss links unten in die Ecke. Und da hat Grill keine Chance gehabt. Ja, ohne Becker und Pfitzner scheint es ja bisher gut zu laufen. Kobylanski mit seinem vierten Saisontor. Kurze Zeit später antwortete Kaiserslautern hier mit Starke. Starke auf Hämelein, sehr schön gesehen. Fuhrmann, Hämelein, Hämelein, Schatt bringt rein und da ist Starke, aber sehr, sehr schwacher Kopfball. Ja, den hat er nicht so gut platziert. Keine Gefahr für Festetsch. Ja, ein paar Minuten später wieder Kaiserslautern. Die wurden ein bisschen stärker. Hier die Flanke, aber Kessel konnte erstmal klären. Da kam Fechner. Bergmann. Bergmann sieht Starke. Starke. Immer noch Starke. Bringt die Flanke rein. Und da kommt Festisch. Konnten erstmal klären. Dann ging es schnell mit Kessel. Kessel auf Kobylanski. Kobylanski auf Nerich. Nerich direkt auf Putaro. Der Konter von den Braunschweigern. Putaro. Putaro. Lässt Matu wieder aussteigen. Sehr schön gemacht auf Nerich. Nerich. Nerich, aber Schatt konnte hier den Schuss blocken.
Ja, wir springen in die 24. Minute. Beide Mannschaften konnten sich nicht richtig durchdringen durch die gegnerische Abwehr, aber dann hier Fehlpass von Enerich. Dann kam Schad. Schad an der Außenlinie. Schad bringt die Flanke rein. Da ist Ziegler. Kann nicht richtig klären und da kommt Starke mit dem 1:1. Ja, sollte man denken, aber der Schiedsrichter hat abgepfiffen und hat auf Abseits entschieden. Und da schauen wir mal in die Wiederholung rein. Und wir erkennen, ja, richtige Entscheidung. Starke hier, wie gesehen, meterweit im Abseits. Ja, dann kurze Zeit wieder die Braunschweiger mit Proschwitz. Proschwitz auf Fürstner, Fürstner, Nerich, Nerich sieht Proschwitz. Oh, sehr schöne Drehung, lässt Kraus stehen. Proschwitz und Grill mit einer riesen Glanztat. Ja, das ist natürlich nochmal eine Wiederholung wert. Hier Nerich sehr, sehr stark gesehen auf Proschwitz und der ließ natürlich den Kraus sehr, sehr stark stehen. Sehr starke Drehung. Und es scheiterte letztendlich an Keeper Grill. Ja, die Braunschweiger mit sehr, sehr vielen Kontermöglichkeiten scheiterten aber letztendlich immer an der starken Abwehr von Kaiserslautern. Und der nächste Angriff der Braunschweiger hier. Oh, wieder sehr schöne Drehung von Proschwitz, aber Matuidi konnte in letzter Sekunde blocken. Ja, sehr stark von Matuidi vereitelt hier in der letzten Sekunde den Torschuss. Ja, die Braunschweiger hatten sehr, sehr viel zu kämpfen mit der gegnerischen Abwehr von Kaiserslautern. Hier Ballverlust wieder von Proschwitz. Und dann ging es wieder schnell mit Fuhrmann. Fuhrmann auf Starke. Fuhrmann wieder Starke. Starke sieht Bergmann. Bergmann sieht Starke, aber Kansa konnte Starke in letzter Sekunde hindern. Ja, wir springen in die 39. Minute. Ja, Braunschweig konnte nicht so richtig durch die gegnerische Abwehr durchdringen von Kaiserslautern. Die standen sehr, sehr gut hinten, aber die Braunschweiger standen ebenfalls sehr, sehr gut und haben ja auch hinten wenig zugelassen, bis auf diese Szene mit Sternberg. Sternberg auf Bergmann. Bergmann sieht Fuhrmann. Fuhrmann kann sich durchsetzen und der Anschlusstreffer. Ja, so schnell kann es gehen, wenn man erstens den Ball verliert und zweitens hinten nicht so richtig aufpasst. Ja, schauen wir mal in die Wiederholung rein hier. Sehr schöner Pass auf Fuhrmann und Ziegele konnte den Zweikampf gegen Fuhrmann nicht gewinnen und Fuhrmann mit dem Anschlusstreffer. Ja, Fuhrmann mit seinem Debüt für Kaiserslautern und zugleich mit seinem ersten Saisontor. Dann kam am Ende nochmal Kaiserslautern, die wurden zum Ende nochmal sehr stark hier mit Sternberg. Sternberg bringt die Flanke rein und da ist Fuhrmann, aber sehr knapp über das Tor. Ja, sehr schöner Kopfball, aber auch keine Gefahr für Festic. Wir sind bereits in der Nachspielzeit und Kaiserslautern wollte mehr. Die wollten einfach in Führung gehen. Hier mit Skalatadis auf Sternberg. Sternberg bringt rein und da ist Fuhrmann und sehr knapp vorbei. Ja, sehr, sehr schöne Flanke von Sternberg, aber auch sehr, sehr schön gemacht von Fuhrmann. Da hat nicht viel gefehlt. Das wäre das 2:1 gewesen. Ja, danach war kurzerhand auch die erste Halbzeit vorbei und der Spielstand beträgt zur Pause 1:1. Ja, die Braunschweiger in der letzten Viertelstunde sehr, sehr wackelig hinten und ja, Kaiserslautern hätte durch Fuhrmann fast das 2:1 erzielt und ja, Proschwitz mit seinem verschossenen Elfmeter, das hätte natürlich auch das 2:1 für Braunschweig sein können. Ja, zurück in der zweiten Halbzeit. Beide Mannschaften sind unverändert. Und der erste Angriff kam von Kaiserslautern. Hier mit Schad auf Hämlein. Schad bringt die Flanke rein. Ziegle kann erstmal klären. Putarau kann den Ball nicht richtig annehmen. Fechner, Fechner, Hämlein, Hämlein. Aber Festic kann hier mit einer starken Parade parieren. Ja, sehr, sehr schöner
Versuch von Hämlein, aber auch sehr stark von Festetsch. Die anschließende Ecke mit Bergmann auf Skalatades. Hämlein, Hämlein lässt Brosvic stehen und sehr, sehr knapp vorbei. Ja, sehr, sehr guter Versuch von Hämlein. Ja, dann musste Fürstner aufgrund einer kleinen Verletzung raus und Kammerbauer hat ihn dafür ersetzt. Ja, wir machen einen sehr, sehr großen Sprung in die 67. Minute. Beide Mannschaften konnten sich nicht richtig durch die gegnerische Abwehr durchdringen. Ja, Kaiserslautern hat ja auch nicht umsonst die stärkste Abwehr momentan der Liga. Und der nächste Angriff kam von Kaiserslautern mit Bergmann. Bergmann auf Schad, Schad auf Hämlein, Hämlein flankt rein. Ziele kann das mal klären, Kiewski will auch klären, aber unglücklich auf Fuhrmann. Und das 2:1 für Kaiserslautern. Ja, sehr, sehr unglücklich abgefälscht der Schuss von Kiewski. Kiewski wollte den Ball eigentlich klären und wegschlagen und Starke kam noch mit seinem Fuß dazwischen und so landete der Ball unglücklicherweise direkt vor die Füße von Fuhrmann und er brauchte den Ball nur noch reinschieben. Ja, besser kann sein Debüt nicht sein, sein zweites Tor in diesem Spiel. Ja, dann kam der erste Wechsel bei Kaiserslautern. Pick kam für Hämelein. Ja, daraufhin reagierte auch der Trainer Markus Meyer. Köhn kam für Kieski und Schwenk kam für Putaro. Ja, und Kaiserslautern wurde stärker. Sie wollten einfach den Deckel drauf machen. Hier mit Skalatades. Skalatades auf Fuhrmann. Oh, schöne Hacke auf Bergmann. Da kommt Nerich und faul an Bergmann. Und fing sich dadurch eine gelbe Karte ein. Ja, der Trainer von Kaiserslautern brachte durch Bachmann einen zusätzlichen Offensivspieler. Der anschließende Freistoß mit Spalvis. Spalvis bringt rein, da ist Bachmann, aber keine Probleme für Fesic. Ja, Markus Meyer änderte die Taktik daraufhin. Nerich und Kammerbauer, die sollten aufrücken im zentralen Spiel. Kobylanski im Offensiv und die beiden Außenverteidiger sollten auch mit aufrücken und die Angriffe damit unterstützen. Aber dadurch bekam Kaiserslautern mehr Räume. Hier mit Spalvis. Spalvis auf Skalatades. Der sieht Bachmann sehr schön gesehen. Bachmann in der Mitte wartet Spalvis und das 3:1 für Kaiserslautern. Ja, das kommt dabei raus, wenn man seine Mannschaft aufrücken lässt, beziehungsweise hinten aufmacht. Und ja, dadurch bekommt der Gegner mehr Räume, mehr Anspielstationen. Und ja, Spalvis natürlich keine Probleme hier. Guter Abschluss zum 3:1. Ja, die Verletzungssorgen von Becker und Pfitzner machen Markus Meyer natürlich große Sorgen. Ja, Spalvis mit seinem zweiten Saisontor. Ja, danach passierte nicht mehr so viel und der Schiedsrichter pfeifte das Spiel ab. Ja, Eintracht Braunschweig unterliegt 1. FC Kaiserslautern mit 3:1. Ja, Fuhrmann mit seinem Debüt und seinen zwei Tore sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Und ja, Braunschweig kam in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut rein, hat auch sogar geführt. Und ja, das erste Gegentor war natürlich sehr unglücklich durch Kieskis Abpraller. Und ja, da kam das 2:1, da musste natürlich Markus Meyer hinten aufmachen, blieb ihm keine andere Wahl. Dadurch bekam Kaiserslautern mehr Räume und dann fiel natürlich das dritte Tor. Und ja, das muss auf jeden Fall das besser werden das nächste Mal. Der entstand hier zwischen Kaiserslautern und Braunschweig 3:1. Und ein Reporter hat jetzt noch Markus Meyer am Mikrofon und das war's aus Kaiserslautern. Vielen Dank, dass Sie für ein kurzes Statement zu uns gekommen sind.
Danke, dass Sie bei uns waren.